Doch jetzt der Schock. Mozzis kleiner Engel ist krank. Die ganze Nacht wach mit unserer ersten Grippe. Armes Baby. Ich wünschte, ich könnte das alles auf mich nehmen und es dir ersparen. Schrieb sie an ihre Fans. Gestern Nacht gab Mozzi ein erneutes Gesundheitsupdate. Yeah. Tag 2 mit der Grippe. Mrs. Mabuse Junior lässt mich noch nicht mal ihre Nase angucken. Obwohl sie die ganze Zeit tropft, eine 5 Monate alte Diva. Ich will ihr doch nur helfen. Scheint fast so. Als ob vor Mozzi noch einige schlaflosen Nächte liegen. Erst vor kurzem verkündete Mozzi ihre Babypause für beendet. Seit einiger Zeit schwingt sie in ihrer Tanzschule wieder das Tanzbein. Am Freitag war sie mit Let's Dance-Kollege Jorge González zu Gast in der NDR-Talkshow. Ob sie im Frühjahr auch wieder bei Let's Dance am Jurypult sitzt. Ist noch nicht bekannt, doch jetzt der Schock. Mozzis kleiner Engel ist krank. Die ganze Nacht wach mit unserer ersten Grippe, armes Baby. Ich wünschte, ich könnte das alles auf mich nehmen und es dir ersparen, schrieb sie an ihre Fans. Gestern Nacht gab Mozzi ein erneutes Gesundheitsupdate, Tag 2 mit der Grippe. Mrs. Mabuse Junior lässt mich noch nicht mal ihre Nase angucken, obwohl sie die ganze Zeit tropft. Eine 5 Monate alte Diva. Ich will ihr doch nur helfen. Scheint fast so, als ob vor Mozzi noch einige schlaflosen Nächte liegen. Erst vor kurzem verkündete Mozzi ihre Babypause für beendet. Seit einiger Zeit schwingt sie in ihrer Tanzschule wieder das Tanzbein. Am Freitag war sie mit Let's Dance-Kollege Jorge González zu Gast in der NDR-Talkshow. Ob sie im Frühjahr auch wieder bei Let's Dance am Jurypult sitzt, ist noch nicht bekannt. Doch jetzt der Schock. Mozzis kleiner Engel ist krank. Die ganze Nacht wach mit unserer ersten Grippe. Armes Baby. Ich wünschte, ich könnte das alles auf mich nehmen und es dir ersparen, schrieb sie an ihre Fans. Gestern Nacht gab Mozzi ein erneutes Gesundheitsupdate, Tag 2 mit der Grippe. Mrs. Mabuse Junior lässt mich noch nicht mal ihre Nase angucken, obwohl sie die ganze Zeit tropft. Eine 5 Monate alte Diva. Ich will ihr doch nur helfen. Scheint fast so, als ob vor Mozzi noch einige schlaflosen Nächte liegen. Erst vor kurzem verkündete Mozzi ihre Babypause für beendet. Seit einiger Zeit schwingt sie in ihrer
Tanzschule wieder das Tanzbein. Am Freitag war sie mit Let's Dance-Kollege Jorge González zu Gast in der NDR-Talkshow. Ob sie im Frühjahr auch wieder bei Let's Dance am Jurypult sitzt, ist noch nicht bekannt. Yeah.